Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von All in One. Wir sind wieder hier in unserer wundervollen Stadt und werden heute ein bisschen weitermachen. Wir haben ja letztes Mal drüber gequatscht, wir werden heute uns eine neue Kachel kaufen. Und zwar diese Kachel, wo wir halt schon seit Ewigkeiten die Straßenbahn erstmal so provisorisch enden ließen und wo wir einfach zwei Anschlüsse haben, die noch nicht miteinander verbunden sind, weil die eben noch durch diese Kachel getrennt wurden. Ja, und die möchte ich heute kaufen, möchte das heute so ein bisschen vollenden, möchte schauen, dass man natürlich diese Kachel dann dort auch ein bisschen bebauen. Und ja, dann schauen wir mal, wie die Stadt so weiterläuft, weil wie gesagt, ich habe ja immer noch das Problem mit ein paar Units. Jetzt müssten bald die Videos online kommen, wo ich eben euch so ein bisschen um Hilfe bitte. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, ob da vielleicht irgendwo was rauskommt. Ich habe nochmal ein bisschen rumprobiert, ich habe auch nochmal so ein bisschen recherchiert in meiner größten Stadt mit 800.000 Einwohnern. Da haben wir den Despawn ja auch mal testweise ausgeschaltet, da habe ich mal so ein Video zu gemacht. Und selbst dort waren wir nur bei 300.000, maximal 300.000 Parf-Units von 524.000 sind es, glaube ich. Und ja, da habe ich ja auch die Mormods eben mitverwendet. Aber selbst dort waren wir nicht bei Werten, die wir hier in dieser Stadt erreicht haben. Deswegen denke ich mal, dass irgendwas hier ganz gewaltig schiefgelaufen ist. Und ich hoffe natürlich wirklich, dass wir das irgendwie in den Griff bekommen. Weil das ist natürlich auch so ein Punkt, wo den Verkehr so ein bisschen von den Straßen lässt. Weil wenn niemand weiß, wo er hinfahren soll, ist ja der Verkehr auch nicht vorhanden. Und dadurch haben wir natürlich ein bisschen das Problem, dass ja an manchen Stellen, wo eigentlich mehr Verkehr war, weniger Verkehr ist, an manchen anderen Stellen vielleicht ein bisschen mehr ist. Ne? Gerade wenn wir halt natürlich die Leute wieder hier haben, die einziehen, ne? Wenn wir neue Gebiete bauen, da kommt ja auch ein bisschen was zusammen. Die müssen ja auch irgendwie in die Stadt kommen. Ne? Dann ist halt für die Leute, die halt einziehen, halt so ein bisschen das reserviert, was eben noch frei ist von den Parf-Units und für zum Beispiel den industriellen Verkehr eher weniger. Und, ja. Ich hoffe nur, dass die Versorgung einigermaßen stabil bleiben wird, bis wir das Problem so weit gelöst haben. Da müssen wir mal gucken, eben wie das Ganze weitergeht. Wir legen auf jeden Fall los, liebe Leute, und schauen uns das mal hier an. Also wie gesagt, wir reden hier über diesen Bereich an dieser Stelle. Da möchte ich jetzt natürlich gucken, dass wir hier die Straßenbahn miteinander verbinden, möchte den Zug auch ein bisschen ausbauen. Ich habe überlegt, ob ich auch hier in dieser Gegend nochmal einen Bahnhof bauen möchte für Passagiere. Hier haben wir sehr viel Verkehr auf einmal. Das liegt aber so ein bisschen daran, dass ich hier immer mal wieder einen Zugstau hatte. Das hatte ich jetzt gerade gesehen. Die legen sich hier so ein bisschen lahm zwischen dem Frachtumschlagsplatz und dieser Kurve, die ist halt ein bisschen scharf. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht hier hingehen und das einspurig machen, wenn das nochmal vorkommt. Weil wir bräuchten eigentlich die Verbindung nur ausgehend, dass halt unsere Industrie beliefert wird. Aber zurück können die halt auch über die Outside Connection fahren. Ja. Müssen wir mal gucken, ja. Wir werden uns erstmal auf jeden Fall diese Kachel hier kaufen. Das ist die hier. Und da kriegt man langsam eben hier auch eine Form in die Stadt, wie man sieht. Na, weil wir hier ja natürlich schon fleißig in alle Richtungen ausbauen. Das ist gar nicht schlecht. Und hier haben wir jetzt eben die Straßenbahn, die eben hier oben einmal ist. Wir haben hier unterschiedliche, ne? Wir haben hier die drinne und da ist die außerhalb hier. Das heißt, das ist so ein bisschen der Unterschied. Jetzt würde ich gerne mal den Kanal miteinander verbinden. Das würde ich gerne wieder im Pausemodus auf jeden Fall machen. Wir werden erstmal hingehen. Und auch das machen wir so. Machen wir kurz Pause. Und dann gehen wir hier mal kurz rum. Und arbeiten mit dem Kanal hier ein bisschen durch. Ach, guck mal, ich habe das mal nicht vergessen. Sehr schön. Jetzt würde ich gerne hier noch ein Stück weiter. Ich würde die miteinander gerne verbinden, die zwei. Ort bereits belegt, ist auch interessant. Dann würde ich gerne hier dann rüber gehen. Da haben wir ja dann auch wieder die Gleise. Das so machen. So, Dalle. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt müssen wir das natürlich alles wieder markieren. So. Und dann können wir das nämlich weiterlaufen lassen. Hier machen wir dann eine Brücke draus, würde ich sagen. Also, ja. Was anderes wäre hier, glaube ich, ein wenig sinnvoll. Können wir es so machen. Da müssen wir mal gucken, wie die Fähre durchkommt oder ob wir überhaupt eine Fähre da durchbauen. Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall sind wir hier auf dieser Höhe. Hier gehen wir langsam dann nach unten. Da sind wir dann wieder bei der Grenze, okay. Ja, schauen wir mal.
wird das Wasser sich hier verteilt. Und jetzt können wir hier nämlich schauen, dass wir die Straßenbahn miteinander verbinden. Ja, wir machen das so, dass wir hier erstmal ein Stück weitergehen. Okay, das tun wir auf jeden Fall so machen. Dann gehen wir hier an dem Kanal entlang, würde ich sagen. So. Ich glaube, das ist sinnvoll. Hier haben wir so einen Hügel, wie man sieht. Und dann würde ich ganz gerne mit dieser Straße, wir müssen gucken, dass wir halt mit der Brücke ziemlich zeitig anfangen, das so verbinden. Und dann würde ich mit dieser Straße hier versuchen, natürlich als Brücke rüber zu gehen und hier anzuschließen. Dann haben wir die, dann haben wir da den Wechsel drinnen. Da müssen wir mal gucken, wie das dann eben aussieht. Da würde ich eben jetzt hier gerne ein bisschen durchstarten. Wir gehen hier auch mal auf 12. Gehen hier runter und lassen es langsam wieder runtergehen. Das ist ein bisschen hoch, ne? 12 war doch ein bisschen gut gemeint. 12 war doch ein bisschen gut gemeint hier. So. Wir lassen das trotzdem als Brücke, würde ich sagen. So. Gut. Mit dieser Straße weiß ich noch nicht, wie es weitergehen soll. Hier haben wir Passagier, was in die Richtung gehen soll. Das können wir ja auch getrennt lassen. Wir müssen das hier nicht anschließen, obwohl ich das irgendwie schöner fände. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier mal weiter. Machen auf jeden Fall etwas Geld, was sehr schön ist. Das gefällt mir. So, dann machen wir hier erstmal die Schräge mit rein. Und jetzt haben wir hier das größere Problem, dass wir hier diese Unterschiede haben vom Gelände her. Das müssen wir so aber einigermaßen hinbekommen. Ja, ist erstmal in Ordnung. Dann haben wir hier diesen ganzen Bereich, den wir soweit mal vollenden können. Würde jetzt aber erstmal gerne hingehen und schauen, dass wir hier natürlich Passagier mit reinbringen. Also, wir haben Passagier, haben wir hier nochmal. Die Sache ist, ich hätte sie gerne hier zwischendurch verlaufen lassen. Das Riesenproblem daran ist aber, dass wir hier dann keinen Bahnhof hinbekommen. Da kriegen wir keinen Bahnhof hin. Okay, der Kanal trennt uns das leider so ein bisschen. Man könnte auf die andere Seite den Bahnhof bauen und dann halt mit einer Brücke das verbinden. Das würde gehen. Dann wird man auf der Seite rübergehen. Okay. Machen wir hier mal ein Stück weiter. Ich würde gerne auch hier dann direkt nach oben gehen. Das war nix. Das gebe ich zu. Das waren die falschen Tools. So, wir gehen erstmal hier so ein bisschen langsam nach oben auf 5. Hier gehen wir dann schon auf die 10. Und dann wandern wir hier rüber. Und dann sind wir hier. Und dann können wir hier langsam runtergehen. Ich mache das mal so. So, und dann haben wir hier eben die Möglichkeit. Ah, das funktioniert nicht. Das wäre besser. So müssen wir das machen. Dass wir hier natürlich jetzt entlang laufen können. Wissen, da haben wir wieder so einen Kandidaten. Der einfach hier querfeldein fährt. Keine Ahnung. Ganz häufig passiert mir das. Ganz, ganz häufig. Da haben wir letztes Mal noch ein bisschen drüber geredet. Weiß nicht, wie das zustande kommt, dass das hier so oft passiert. Ich habe eine Vermutung, aber mehr auch nicht. Jetzt haben wir hier eben diesen Weg rüber. Da könnten wir hier nämlich mit einem Bahnhof arbeiten. Wir kriegen den Bahnhof hier allerdings nicht zwischen rein, oder?
Nicht mit einer Straße. Wir müssen, wenn, dann mit so einem kleinen Bahnhof arbeiten. Und das sieht man schon. Gut, ich kann den jetzt nicht drehen. Aber das dürfte mit der Straße her wahrscheinlich weniger möglich sein. Ich probiere es trotzdem mal. Wir werden mal hier... Ich baue hier mal ganz kurz den Bahnhof auf. Nehme nämlich diesen kleinen Bahnhof dafür, würde ich sagen. Den ganz normalen. So, und dann würde ich den hier nämlich gerne mal hier rüber packen. Da wird man wahrscheinlich sehen, dass das nicht ganz so passen wird. Obwohl. Wenn ich jetzt auf die Höhe gehe, dann sind wir noch... Das wäre höher. Mhm. Könnte man das so machen? Ich meine, es würde... Achso, da ist so ein Häuschen im Weg, ne? Das ist jetzt doof. Da ist so ein Häuschen im Weg. Das ist ungünstig. Aber... Wenn ich jetzt hier ein wenig runtergehe und das so weit anpasse... Dann hier natürlich die Gleise... Auch auf diese Höhe anpasse. So. Von hier aus dann das hier so anpasse. Dann haben wir hier eine leichte Steigung drin. Aber sonst könnte das funktionieren. Hier ist halt auch so ein Hügel, wenn mich nicht alles täuscht. So ein bisschen auf jeden Fall. Okay. Also das würde tatsächlich funktionieren, dass wir hier noch diesen Bahnhof mit reinbekommen. Und der könnte auch sehr gut funktionieren hier. Je nachdem, wie wir den anschließen. Hier haben wir dann die Straßenbahn. Die kriegt dann auch nochmal eine Haltestelle dort. Mhm. Das haben wir hier. Das ist Krankenhaus dann. Okay. Alles klar. Dann haben wir das soweit. Und dann müssen wir von hier aus natürlich versuchen, mit dem Gleis hier rüber zu verbinden. Ich würde das nämlich nicht hier enden lassen. Wir machen hier nämlich auch nochmal einen Bahnhof hin. Achso, da müssen wir auch wieder den kleinen bauen, ne? Ich habe überlegt, ob ich hier nochmal einen Passagierbahnhof hin mache. Jetzt löst sich das hier wieder auf. Sehr gut. Das würde ja gehen von der Größe her, wie man sieht. Das würde passen. Nur von den Anschlüssen würde es nicht so ganz hinhauen, wie ich mir das gedacht habe. Obwohl, wenn wir den hier rüber machen, dann würde das gehen. Aber dass wir es so machen, wir bauen einfach mal ein bisschen fleißig. Bauen den... Achso, warte mal. Nee, richtig. So. Bauen den hier nach oben. Weil hier ist halt die Fähre. In der Nähe. So. Aber den jetzt nämlich hier so runtersetzen. Ah, jetzt ist das so unterschiedlich. Ah, nee. Okay. Das ist natürlich was, wo jetzt nicht ganz so toll ist. Warte mal. Das würde so funktionieren. Okay. Jetzt haben wir halt hier natürlich mit den Gleisen wieder so ein bisschen Herausforderung. Weil die müssen jetzt hier ganz knapp angeschlossen werden. Das ist halt alles sehr, sehr kompakt hier. Auf die andere Seite würde ich es aber nicht machen. Ich würde, wenn, dann gerne direkt den Fernanschluss haben. Wir machen das anders hier. So, wir gehen hier von dieser Einbahn weg. Würde ich sagen. Machen das hier auf die Weise. Und bauen hier. Machen wir ein bisschen was mit Parkplätzen. Hier machen wir dann ein bisschen was mit Parkplätzen. Also hier gehen wir nochmal hoch. Das müssen wir nicht. Da können wir runter ein Stück. So sieht es, also wie gesagt, bis auf diese eine Ecke sieht eigentlich alles einigermaßen in Ordnung aus. Dann würde ich gerne hingehen. Kann man nämlich hier, wie gesagt, mit Parkplätzen ein bisschen arbeiten. Ich habe erst gedacht, dass es auch an den Parkplätzen liegt, die ich hier so fleißig baue immer. Dass da vielleicht etwas das Problem herrscht. Weil ich habe ja das realistische Parken drin. Das hatte ich aber auch mal rausgenommen. Daran lag es leider auch nicht. Das war so das Einzige, was mir eingefallen ist, was vielleicht ein bisschen anders ist. Wie in meinen anderen Projektchen.
Ja, das ist böse. Wir machen es trotzdem. Und da müssen wir jetzt einfach nichts machen. Das können wir einfach so auslaufen lassen. Das ist so unser Endbahnhof, würde ich sagen. Das ist so unser Endbahnhof hier. Warum geht es denn hier so runter? Ach so, weil hier allgemeine Schräge wieder ist. Ach. Ich hätte gerne den Bahnhof auf die Höhe. Der Bahnhof ist auf der Höhe. Echt jetzt? Nee, jetzt ist er auf der Höhe. Ich wollte gerade sagen. Jetzt passt besser, ne? Jetzt passt das besser. Okay, wir lassen den hier enden. Machen das so. Jetzt müssen wir hier die Verbindung noch aufbauen. Das müsste ja gehen. Das ist nichts, was ich machen möchte. Also, wir gehen hier. Okay, wir gehen hier so durch. Perfekt. Machen wir das so. Dann würde ich gerne hier noch ein bisschen entlang gehen. Und hier würde ich gerne verbinden. Jetzt ist halt das wieder von den Höhen her wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich. Das dachte ich mir. So weit, so gut. Würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir hier eben diese Straße, die wir hier vielleicht nochmal ein bisschen nach vorne gehen lassen. Dann auch direkt auf die Höhe. Das hat mit diesen Höhenverschiebungen. Mal immer gleich direkt machen. Ich würde hier gern plus 2 hätte man lassen sollen. Könnten wir es so machen? Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir halt hier rüberkommen. Und das ist halt so dieses Problem. Obwohl ich sagen würde, dass dieser Wasserstand hier einigermaßen gut funktioniert. Ich würde also halt hier. Gehen hier mal auf 10. Dann wandern wir hier rüber. Das sind wir ja tiefer, das heißt von der Höhe müsste das auch passen. Hier haben wir halt die große Straße, die hier entlang geht, mit der ich auch nicht ganz so weiß, was ich machen möchte. Ich denke mal, euch lassen wir hier über die Gleise gehen. Guck mal, hier sieht man halt diesen Hügel. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Hier würde ich jetzt auch. Das wird nicht reichen, da gehe ich von aus. Machen das mal so. Jetzt sind wir hier an diesem Berg. Reicht das? Nein. Das dachte ich mir fast. Ein bisschen höher muss es sein. Dann graden wir hier mal noch den Bereich weiter ab. Und dann können wir hier die Brücke starten lassen. So, das geht. Und dann hier gehen wir halt runter. Das ist aber okay, denke ich. Mhm. Und jetzt würde ich ganz gerne hier noch von dieser Seite, diese Höhenunterschiede, hier merkt man das auch wieder. Ich würde gerne hier durchgehen, zum einen. Die Stütze muss natürlich da jetzt ein bisschen weichen an der Stelle. Die kommt hier zwischen rein. Geht das? Ja, das geht. Und dann müssen wir hier die Höhe nochmal etwas anpassen. Das klappt jetzt so, würde ich sagen. Jetzt aber wirklich so. Dann würde ich gerne hier nochmal. Geht das wieder nicht? Manchmal tauchen einfach die Tools nicht auf.
Snap rein. Weiter. Auch mal hier so eine größere Brücke. Jetzt wird das hier zu steil. So geht das aber. Ja. Und dann fängt das hier langsam an. Geht hier rüber. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus. Nur, dass wir hier jetzt wieder nach oben wandern, ist nicht ganz so toll. Ich würde gerne mal gucken, dass wir hier auf einer Höhe bleiben. Wie geht das hier drüber? Geht es hier runter? Dann haben wir hier drüben den Anschluss. So. Das heißt, das ist verbunden. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir natürlich den Bereich hier auch nochmal anschließen. Mit dieser Straße. Und zwar würde ich hier... Also wir können einerseits hier drüben halt anschließen. Würde aber gerne die Straße hier unten auch angeschlossen haben, ne? Also ich würde da gerne beide Sachen anschließen. Hier können wir auf jeden Fall das schon mal anpassen, so. Das geht auf jeden Fall noch weiter runter hier. Stark. Das hier war nicht markiert. Das können wir auf jeden Fall auf die Weise machen. Weil ich glaube, der Kanal von der Höhe her nicht so weit nach oben geht. Da würde ich gerne dich auf die Höhe bringen. Das ist praktisch, dass die Straße hier auch weiter unten verläuft. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir das anschließen. Ich hätte es schon gerne da angeschlossen, wo die Straßenbahn ist, ne? In dem Fall würde ich ganz gerne... man könnte halt hier mit so einem Bogen arbeiten, der hier halt runter geht. Haben wir auch schon öfters gemacht. Könnte man also so machen. Warum habe ich pausiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben den jetzt auch angeschlossen. Und da können wir jetzt erstmal schon mal die Linien hier weiter verlaufen lassen, würde ich sagen. Es ist jeder Bahnhof angeschlossen. Die Sache ist nur, was wir hier machen müssen, ist Intercity aus. Und hier Intercity aus. Das muss halt hier weg sein. Obwohl, hier würde ich Intercity vielleicht mal anlassen und gucken, was passiert. Das haben wir angeschlossen. Wie weit funktioniert denn das Ganze hier? Siehst du, wir haben 165 Passagiere, das ist echt wenig. Ich würde gerne hingehen. Ich würde die Linie dann erweitern, oder? Die kriegt ja dann auch nochmal mehr Züge dazu. Das ist praktisch, dann endet der nämlich hier. Hier eine Haltestelle, hier eine Haltestelle. Und hier müssen wir sie jetzt wieder hinmachen, die Haltestellen. Hier eine Haltestelle und gerne hier eine Haltestelle. So, gut. Das ist das, was wir haben. Da können wir jetzt mal schauen, was dadurch zustande kommt, auch in der Zukunft mit der erweiterten Linie. Was vielleicht irgendwie sich lohnt, dass wir hier an die Fähre, um rüber zu kommen, natürlich, hier diesen Bahnhof noch haben. Ich denke mal, der Bahnhof hier könnte ganz cool sein. Deswegen würde ich, wie gesagt, Intercity anlassen. Muss mal schauen, wie sich das alles einkriegt hier dann. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Wir können mal kurz auf die Werte wieder gucken. Maximum. Absolutes Maximum. Und da hat sich leider nichts verändert. Ich hoffe einfach, dass es vorbei ist. Dass es die Werte sich ändern. Jetzt würde ich gerne hier nochmal an der Stelle... Wir lassen das ja hier auch enden, gehe ich von aus. Denke mal. Hallo. Jetzt habe ich es aber wirklich, ne? Wir lassen das hier einfach enden. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie noch rübergehen möchte. Oder hier drunter durchgehen möchte. Ich glaube, dass wir hier an dem Bahnhof einfach sagen, Schicht im Schacht, ne? Es ist ein bisschen das Problem, dass wir jetzt hier natürlich die Parkplätze nicht reinbekommen. Das ist schade. Aber das funktioniert leider nicht. Da sieht man mal, wie viel hier überlappt. Das ist nicht möglich. Schade. Das heißt, da bräuchten wir gar nicht weitergehen, so auf die Weise. Da können wir dann eigentlich hingehen und können zum Beispiel was machen. Und zwar das. Ja. Können wir das hier so miteinander verbinden? Könnt ihr hier nämlich auch nochmal ein bisschen parken? Hm.
Ist nicht so toll. So. Dann können die hier drehen, dann ist hier so die Endstation. Gut. Die Straßenbahn, die ist ja momentan auch hier. Die fährt hier im Kreis. Die Straßenbahn geht ja jetzt hier rüber und dreht dann hier. Das war ja so die Idee dahinter. Und bis jetzt lassen wir die erstmal noch weiter dort drehen. Es wird auf jeden Fall spannend hier mit diesen ganzen Bereichen. Gehen hier ein Stück weiter und gehen hier dann vorne. Machen hier den Anschluss. Müssen mal gucken, ob das mit der Doppelkreuzung hier funktioniert. Dann würde ich gerne hier weiter durchgehen. Es war klar, dass sich das natürlich jetzt hier verändert. Hier haben wir halt, wie gesagt, mit diesen Hügeln. Da sieht man das auf jeden Fall wieder ganz, ganz deutlich hier. An dieser Stelle. Sonst dürfte es gehen, weil ich in einem durchgezogen habe, ne? Jetzt haben wir hier natürlich das Riesenproblem wieder. Dass das Gelände uns so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen möchte. Das können wir jetzt hier nicht unbedingt so gebrauchen. Ein bisschen hügelig darf es gerne sein, aber ein bisschen zu stark. Gut, dann haben wir hier eben das hier. Jetzt überlege ich gerade, wie wir hier die Straßen weiterbauen. Hier haben wir den Anschluss eben schon dahin. Würde ich gerne hier einfach weitergehen. Machen wir das mal auf die Weise. Probier halt einfach erstmal die ganzen Wege miteinander zu verbinden, die wir da angefangen haben. Machen wir das hier. Gehen wir hier weiter. Das heißt, die Wege, die wir hier haben, die sind alle soweit jetzt angeschlossen. Geht das richtig? Hier würde ich nichts machen, weil hier der Kreisverkehr dann ist. Das wäre, glaube ich, hier so eine größere Verbindung zu machen. Da müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen. Ich würde hier auf jeden Fall gerne zweimal durchgehen. Dann dürfen die dort parken. Und hier würde ich dann versuchen, den Anschluss hier nach vorne aufzubauen. Machen wir das auf die Weise und machen das hier mit so einer Sackgasse. Oh je. Yeah. Hier haben wir dann auch schon wieder die... Oh gut, hier ist ja die kleine Straße, das passt. Das passt soweit. Und jetzt muss ich mal schauen, dass wir hier auf jeden Fall so ein paar Verbindungen noch durchbauen. Dass das Gebiet halt einfach auch ein bisschen interessant wird. So, und hier können wir dann wieder mit so Parkplätzen arbeiten. So, hier können wir auch wieder so eine Sackgasse mit reinmachen. Da müssen wir jetzt halt gucken, hier lasse ich glaube ich mal frei. Das heißt, dieser Bereich ist soweit hier fertig. Kann auf jeden Fall bepinselt werden. Müssen wir mal gucken, weil mit der Fähre können wir hier gar nicht arbeiten. Hier haben wir gar nicht weiter ausgemalt. Mit der Fähre. Wir haben ja hier in diese Richtung keine Fähre mehr. Hier endet das und der soll ja dann von hier aus dann hier rüber gehen. Aber irgendwo hier eine Fährhaltestelle zu machen, wäre halt hier vielleicht möglich. An dieser Stelle. Das wäre ein cooles Ende eigentlich. Lass uns das mal probieren, wie das aussieht, wenn ich jetzt hingehe. Und hier so eine Haltestelle baue. Guck mal, das würde sogar vom Abstand hier... Das klappt nicht. Würde vom Abstand hier passen. Das wäre im Bereich des... Also, na gut, passen ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Man könnte das halt hier so ein bisschen als Ende dann machen. Ach so. So. Die Fähre ist ein bisschen hoch, würde ich sagen. Die können wir dann nochmal etwas absenken.
Gut, dann haben wir hier so eine Fähre als Ende. Ich mache die auf jeden Fall mal aus, weil das lohnt sich auf jeden Fall noch nicht. Aber dann haben wir da schon mal das ein bisschen mit eingeplant. Hier würde ich nichts mit Fähren machen, weil wir hier so diese Unterschiede der Höhen haben auf den Seiten. Obwohl hier wäre eigentlich auch so eine Fährhaltestelle sehr, sehr cool. Die wäre wirklich sehr, sehr cool. Wir haben hier nur nicht die Wendeplattform. Wir könnten das hier vorlaufen lassen und könnten die dann hier im großen Kreis laufen lassen. Dass sie hier wenden und hier wenden, dass sie hier so durchlaufen. Das wäre im Bereich des Möglichen. Das heißt, diese Seite würde als Fähre auch richtig gut dazu passen. Nur haben wir hier den Platz nicht. Er snappt halt nicht hier vorne, er snappt hinten an den Gleisen. Das ist ungünstig. Würde ich das versuchen wollen, wenn wir das so bauen und damit Move It verschieben? Würde das gehen? Also ich würde es gerne mal versuchen. Wenn wir das so hinstellen, dann natürlich noch anpassen. Wie sieht denn dann diese Fährstation aus? Ach, die hat eh keinen Anschluss. Achso, die fahren dann irgendwie dran. Das heißt, hier wird es aber glitchy, wenn man das mal so sieht. Guck mal, wie weit weg wir hier sind von dieser Linie in der Mitte. Wie weit wir hier nur weg sind von der Linie. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Könnte ich hier eine Haltestelle? Ich könnte aber eine hinmachen, das würde gehen. Wir probieren das mal, würde ich sagen. Wir versuchen das einfach mal. Ich glaube, das ist dann irgendwo sinnvoll. Machen das natürlich erstmal aus. Schauen wir uns das mal an, wie das aussehen könnte, wenn das nicht eben hier irgendwie snappt, sondern wenn wir das eben selber machen. Da können wir jetzt hier mal für Arbeitsplätze ein bisschen sorgen, dass wir hier natürlich erstmal fleißig weiter ausbauen. Hier drüben, Büro kann man ja da wirklich ganz gut unterbringen. Wir verbinden das alles mal so ein bisschen miteinander. Dass die Leute hier natürlich auch zu Fuß rübergehen können. Und von hier aus, das ist halt ein bisschen das Problem, das ist halt hier schwierig, ne? Dass wir müssen als Brücke genauso rübergehen wie hier. Man könnte es halt mit der Fähre schon wieder problematisch sein. Also die, man sieht jetzt mal ein bisschen den Stand. Das heißt, hier, das funktioniert halt auch nicht. Auf der Höhe, das geht nicht. Da müssen wir höher gehen, wenn eine Fähre durch soll. Ich glaube, gar nicht so viel. Ich probiere das mal. Machen hier mal eine Node mit rein. So, da kommen wir dann durch. Das gleiche ist jetzt natürlich mit den Wegen. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und zwar würde ich, wenn dann von hier aus losgehen wollen. Mal hier im Kreis hoch. Wäre das eine Idee? Können wir eigentlich. Können wir hier auf 4 gehen. Hier gehen wir auf 9. Oh, hier ist einiges los. Natürlich super, dass hier dieser Weg als Anschluss ist. Macht es nicht besser. Gehe ich hier rüber. Und dann sind wir hier angekommen. Dann haben wir das gleiche natürlich wie hier. Und da müssen wir jetzt natürlich etwas höher gehen. Hier in der Mitte. Dann geht das hier so rum. Wie kommen wir jetzt von der Höhe einigermaßen cool nach unten? Außer jetzt nochmal so einen Bogen zu machen. Warte mal, ich habe eine Idee. Was ist, wenn wir das hier so entlang laufen lassen? So als Bogen und dann hier eben so weit anschließen. Und dann hier eben. Das so anschließen. Ja, weiß ich noch nicht. Ich würde gerne auf jeden Fall hier noch einen Pfeiler hinmachen. Hier drüben würde man den eh nicht sehen. Okay. Das heißt, wir binden hier mal die Bereiche so ein bisschen an.
Hier in der Mitte können wir halt nichts machen. Ist es schon mal für die Fähre so ein bisschen vorbereitet. Ich meine, das wirkt ja erst richtig, wenn halt hier außenrum dann auch eben wieder Häuser stehen und alles. Ich mach das mal so. Na, dann passt das wieder ein bisschen besser. Würde ich gerne hier auch nochmal das Gefälle einstellen. Das passt. Dadurch ist diese Ecke auch weg. Ah, ne, ist sie nicht. Naja, gut, das passt aber, das ist okay. Und dann werden wir hier eben drüben. Ich schau gerade mal, was hier so los ist. Hier haben wir sehr, sehr viel. Also. Die fahren hier rein, das passt. Was ist hier denn jetzt das Problem? Hier. Das Stück hier ist zu klein für den Zug. Das ist ja super ärgerlich gelaufen jetzt. Ich muss nur wissen, ob auf diesem Stück hier die Länge des Zuges hinpasst. Mehr nicht. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Der kann warten. Der kommt hier durch. Schauen wir mal, wo er bremst. Er bremst nicht, ne? Schade. Wir brauchen einen, der bremst. Das ist halt Intercity, ist halt hier ein ganz großes Problem, ne? Keine Frage. Du musst bremsen? Nein, er bremst auch nicht, Mann. Das City ist ja ein ganz großes... Ach so. Aber wo sind denn die ganzen Leute? Also wo kommen die denn? Wo gehen die denn raus? Guck mal, hier ist richtig viel los. Das ist ja schön. Aber wieso laufen die denn hier nicht nach vorne? Hallo? Was warten die? Die steigen doch jetzt hier nicht für Intercity aus. Ich denke halt, die steigen aus wegen der Fähre, oder? Steigen die einfach in den nächsten Intercity wieder ein? Ne, Pendlerzug. Die lassen sich hierüber verteilen. Wir haben jetzt hier haben wir Intercity. Wir haben hier hinten Intercity. Hier. Das sind die beiden, die wir Intercity haben. Hier haben wir keinen, genau. Und der und sonst haben wir, glaube ich, hier in der Mitte noch einen. Hier ist noch Intercity, ja. Der Rest ist nicht... Ja, genau, das ist es deaktiviert. Perfekt. Einmal mal gucken, ob das funktionieren könnte. Das muss man jetzt auf... in der Zukunft mal ein bisschen drauf achten, ob da wirklich, ob das klappen könnte oder ob das eher Probleme macht. Jetzt würde ich gerne hier diese Gebiete ein bisschen voller machen. Ich will jetzt gleich mal mit der Fußgängerzone schauen, da wurde auch mehrmals geschrieben, dass es so Müll, wie heißen die Dinger denn? Wie heißen die denn? Komme ich gerade nicht auf den Namen. Die Servicepunkte, genau. So Müllsammelpunkt, genau. Das gibt es ja auch extra. Wir hatten ja hier dieses Müllproblem. Das haben wir jetzt nicht mehr, by the way. Das hat jetzt geholfen, dass wir hier eine Zone draus gemacht haben. Warum ich die nicht gebaut habe, ich habe das auch schon geantwortet, ist, weil wir hier halt Müllkapazität in Nutzung. Also dieser Servicepunkt, der hat halt beides. Nicht so viele LKWs davon, aber ne, wie man schon sieht, ist ja der große. Der hat ja hier LKWs unterwegs, die ja normalerweise ausreichen. Das heißt, ich hatte ja hier bei der Müllkapazität in Nutzung, hatte ich ja auch die ganze Zeit 0 von 10 oder vielleicht 1 von 10 Fahrzeuge, die unterwegs waren. Da hätte halt so ein Müllsammelpunkt wahrscheinlich nicht unbedingt geholfen. Ich glaube nicht, dass sie anders befahren werden als jetzt hier diese Servicepunkte. Ich hoffe es auf jeden Fall nicht. Durch jetzt, ich verstehe aber auch nicht, warum jetzt das mit dem Müll hier auf jeden Fall funktioniert. Weil im Endeffekt hat ja das Müllfahrzeug, was jetzt hier im Einsatz ist, viel, viel mehr zu tun. Das wundert mich jetzt so ein bisschen. Also es hat jetzt geholfen, dass wir hier eine Zone draus gemacht haben. Interessant. Aber sonst wäre halt so ein Müllsammelpunkt natürlich eine Option gewesen. Ich weiß ja nicht, wie gesagt, ob die halt anders behandelt werden. Das wäre mal interessant zu wissen. Und dann würde das natürlich mehr Sinn ergeben, dass man dort halt und sowas halt aufbaut. So. Dann können wir hier nämlich noch einen Streifen reinmachen. Die machen wir auch nochmal hier voll.
Und hier machen wir das noch voll. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall wieder einiges an Einwohnern dazu. Müssen wir mal schauen. Gut, dann lassen wir das erstmal soweit aufbauen. Wie gesagt, Wohnnachfrage haben wir keine so große, aber wir bekommen die ganze Zeit ziemlich viele Einwohner. Also das scheint nach wie vor zu funktionieren. Auch von der Versorgung her läuft meine Stadt ganz gut. Ich hoffe auch die Verkehrsmittel, dass da nicht wieder die ganze Zeit diese Probleme herrschen. Und das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Ja, gucken wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Achso, ist jetzt die Zuglinie? Oh ja, die hat sich auf jeden Fall hier ein bisschen erweitert. Jetzt ein paar mehr Leute. Verdoppelt haben wir das Ganze. Etwas verdoppelt. Hier ist es natürlich auch mehr los. Ja, okay. Wo gehen die denn hin? Achso, die gehen hier rüber. Ach, krass. Ach, die laufen an dieser Fähre. Witzig. Ja, es ist nicht jetzt gerade um die Ecke, aber anscheinend klappt das ganz gut. Jesus Gott, oh Gott. Naja. Okay, die Fährverbindung hier natürlich. Das Dreieck ist gar nicht so schlecht. Hätte ich vielleicht ein bisschen anders machen sollen. Wir haben ja hier die Hubs. Und da kamen ja auch neue dazu. So, mal gucken, ob ich die für die Fähre finde. Wir haben halt zum Beispiel Hafenbus Monorail. Ist sehr cool. Den würde ich gerne bauen. Wir haben hier Hafenhub. Bus Hub. So. Da haben wir Hafenfähre als Hub. Gut, das lohnt sich nicht. Hatten wir hier nicht was? Busfähre hatten wir noch. Fähre Straßenbahn haben wir noch. Das war's aber dann. Okay. Ich dachte, wir hätten noch was anderes. Naja. Ja, da müssen wir auch mal gucken. Jetzt machen wir vielleicht auf die Seite, dass wir dort dann eben so die Fähre plus halt den Hafenhub machen. Das könnte interessant werden, wirklich. Das könnte interessant werden. Wir haben jetzt über 100.000 Einwohner. Nach wie vor halt am struggeln. Wegen Path Units. Aber sonst kriegen wir das hin. Wir kriegen Geld momentan. Gut, das verdienen wir gerade ein bisschen mehr. Wir haben wieder ein Spiel gewonnen. Ich glaube, das sieht schon mal ganz gut aus, was wir hier so auf die Beine gestellt haben. Die Gebiete, die bauen jetzt nach und nach so ein bisschen auf, denke ich mal. Und dann schauen wir mal, was jetzt hier natürlich verkehrstechnisch durch die neuen Verbindungen so passiert. Weil wir haben jetzt diese Ausfahrt direkt, haben wir jetzt ja hier angeschlossen. Das ist für die natürlich ein gefundenes Fressen. Die kommen halt richtig gut da raus. Ich würde gerne, und zwar würde ich den Bereich gerne umbauen. Das gefällt mir hier nicht so, ihr seht das. Also gut, die Stützen sind cool, aber das hier so, das gefällt mir nicht. Und dann geht das hier so runter und so. Das würde ich gerne einfach alles ein bisschen begradigen oder halt so ein bisschen smoother machen. Und gucken, dass wir das eben so ein bisschen umbauen. Und würde da vielleicht direkt, vielleicht nur eine Ausfahrt und eine Auffahrt irgendwie in eine gewisse Richtung, vielleicht Richtung Outside Connection oder so, hier nochmal dazu packen, damit wir hier einfach nochmal so einen Anschluss haben an den Freeway für diese Bereiche und für diese Hafenanlage. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ja. Genau. Und hier würde ich dann in den freien Flächen nochmal ein bisschen mit Parks ausbauen. Da müssen wir mal gucken hier. Hier haben wir mit der Fähre halt wieder das Problem. Die kommen halt hier wieder nicht an. Das ist es eben. Es ist aber immer noch bei Fähre so das Problem, habe ich so gesehen, mit den Path Units. Kann das sein? Ah nee, Bus habe ich auch schon gesehen. Bus habe ich auch schon gesehen. Ach je. Hm. Naja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Da müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall haben wir den Bereich ordentlich ausgebaut. Wir haben die Zuglinie hier etwas erweitert, was ein bisschen Friemelarbeit ist und vielleicht an der einen oder anderen Ecke nicht ganz so hübsch aussieht. Ne? Gerade hier, weil man sagt, wenn man da Richtung Fähre wandern mit dem Bahnhof, das ist halt sehr steil, auf sehr kleinem, engen Bereich. Natürlich diese Höhenunterschiede dann irgendwie auszugleichen, ist schwierig. Aber ich glaube, das sieht einigermaßen okay aus noch. Und ich würde sagen, wir machen hier nächstes Mal auch weiter. Das mit dieser Zufahrt würde ich vielleicht gerne machen und schauen, wie sich das eben entwickelt. Und würde dann eben gucken, dass wir halt den Verkehr, der jetzt momentan alles hier rausfährt und hier unterwegs ist, dass wir den vielleicht irgendwie ein bisschen anders leiten. Weil, ja, wie gesagt, also diese Verbindung hier ist nicht dafür gedacht. Wird natürlich dafür jetzt genutzt erstmal, ist okay, passt mir. Aber da müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen ausbauen. Genau. So, ihr Lieben, ich bin auf jeden Fall am Ende angekommen. Ich hoffe natürlich, ihr hattet Spaß bei dieser heutigen Folge und hoffentlich sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht hier in Ornemon. Macht's gut, bis denn und ciao.